Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, da es bei der Debatte ja um das demokratische Verständnis geht, machte das gar nicht so großen Unterschied, ob jetzt die demokratische Opposition oder eine Regierungsfraktion hier als erstes oder als zweites spricht. Nicht nur das Grundgesetz gewährt uns und unseren Bürgerinnen und Bürgern die Meinungs- und Informationsfreiheit, sondern auch in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union ist das Recht auf freie Meinungsäußerung zum Glück fest verankert. Und der Aktionsplan, um den es heute geht, der Europäischen Kommission gegen Desinformation, die dient genau dem Schutz dieser unserer Werte, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Und der Aktionsplan, der definiert ganz genau, was unter Desinformation zu verstehen ist. Das sind, und ich zitiere, wie der Kollege Hacker, nachweislich falsche oder irreführende Informationen, die mit dem Ziel des wirtschaftlichen Gewinns oder der vorsätzlichen Täuschung der Öffentlichkeit konzipiert, vorgelegt und verarbeitet werden und öffentlichen Schaden anrichten können. Es geht dabei ganz ausdrücklich, und da hat die Kollegin Grodenkranich gerade auch schon vollkommen richtig argumentiert, nicht um versehentliche Fehler in der Berichterstattung, um Satire, um Parodie oder um eindeutig gekennzeichnete politische, parteiliche Nachrichten und Kommentare. Dieser Aktionsplan ist einzig und allein auf Desinformationsinhalte ausgerichtet, wie sie die gerade von mir zitierte Definition umfasst. Und es geht, und das muss ich scheinbar noch mal ganz deutlich sagen in diese Richtung, nicht um Meinungen, nicht darum, ob man irgendwas gut oder schlecht oder richtig oder falsch findet. Es geht einzig und allein um nachweisbare Fakten, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Und was Sie zu meiner Rechten mit diesem Antrag hier machen, das ist es, den demokratischen Kompromiss, der zu unserem demokratischen System ohne jede Einschränkung dazugehört, als eine Form der Desinformation darzustellen. Wenn Sie uns als Sozialdemokraten in Ihrem Antrag vorwerfen, dass wir in Wahlkämpfen ganz bestimmte Positionen bezogen haben und diese dann in Regierungsverantwortung angeblich nicht umgesetzt hätten, dann machen Sie damit den demokratischen Kompromiss verächtlich, Kolleginnen und Kollegen. Natürlich werben wir im Wahlkampf mit unseren Positionen, genau wie es alle demokratischen Fraktionen in diesem Haus richtigerweise tun, im fairen politischen Wettstreit. Aber in unserer Demokratie ist es auch vollkommen klar, dass bis auf ganz wenige Ausnahmen immer mindestens zwei, manchmal sogar mehrere Partner miteinander Regierungsverantwortung übernehmen und Kompromisse schließen, ganz klar. Und wenn wir als SPD diese Position einnehmen und der Koalitionspartner vielleicht diese Position, dann ist in unserer Demokratie eben auch klar, dass sich weder die eine noch die andere Position zu 100% umsetzen lässt, sondern dass man sich irgendwo dazwischen trifft, da wo man eben sich an einer Stelle treffen kann und Dinge gemeinsam und verantwortungsvoll miteinander tragen kann. Sie aber wollen den demokratischen Kompromiss verächtlich machen, und das zeigt, wie weit Sie von unseren demokratischen Grundlagen entfernt sind, Kolleginnen und Kollegen. Und Sie haben Demokratie einfach nicht verstanden. Und wenn Sie den politischen Kompromiss nach einer Regierungsbildung in Ihrem Antrag als ein Beispiel von Desinformation beschreiben, dann zeigt uns das ganz deutlich, dass Sie ganz offensichtlich auch den Begriff der Desinformation nicht verstanden haben. Und ich liefere Ihnen da gerne noch mal ein paar Beispiele. Denn als Berichterstatter für die Visegrad-Staaten und für die Länder der östlichen Partnerschaft, da höre ich bei meinen Besuchen in diesen Ländern ganz besonders viele Beispiele, insbesondere von russischen Fake News. Polen zum Beispiel muss sich in letzter Zeit mit Blick auf Konzentrationslager, die das Nazireich auf polnischem Gebiet errichtet hat, und auf eine von Putin in Gang gesetzte Schulddiskussion, einer massiven russischen Desinformationskampagne im Sinne des russischen Geschichtsrevisionismus erwehren. Auch die Ukraine leidet massiv an russischen Fake News. Aktuelles Beispiel: Vor einigen Tagen hat ein russisches Nachrichtenportal behauptet, die Ukraine sei der größte Lieferant für islamistische Extremisten in Westeuropa. Fakten dazu? Keine. Und sehr gut wissenschaftlich dokumentiert sind auch die Desinformationskampagnen in Zusammenhang mit dem Krieg in Syrien oder mit dem Abschuss des Flugzeugs MH17 in der Ostukraine. Vor allem Länder mit großer russischsprachiger Diaspora, da stellen Fake News ein enormes Problem dar. Und wir müssen uns nur an den Fall Lisa hier bei uns erinnern, um zu wissen, dass es nicht nur unsere östlichen Nachbarländer sind, sondern dass Fake News und Desinformation auch uns betrifft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die hessische AfD-Landtagsfraktion, die hat im November des vergangenen Jahres eine Broschüre veröffentlicht mit dem Titel »Wie es wirklich um Deutschland steht – Fakten statt Fake News« und entlarvt sich damit selbst.
Denn die Lektüre ist voll von irreführenden, komplett irreführenden Behauptungen. Ein Beispiel ist zum Beispiel die immer wiederkehrende Behauptung, für einen menschengemachten Klimawandel gäbe es keine wissenschaftlichen Grundlagen. Wenn versucht wird, wissenschaftliche Erkenntnisse durch krude Glaubenssätze und bewusste Falschinformationen zu diskreditieren, dann müssen wir von Desinformation sprechen, liebe Kolleginnen und Kollegen, und von nichts anderem. Das wäre ungefähr so, wie wenn ich behaupten würde, Sie säßen hier nicht im Plenum. Mir passt das nicht, ich behaupte das einfach mal ebenso, und ich glaube nicht, dass Sie hier sind. Und ich verbreite das, obwohl es in diesem Fall leider durch Fakten widerlegt ist. Aber es gibt, wenn man sowas verbreitet, immer wieder Leute, die sowas glauben. Zu Ihrer Aufklärung, und damit komme ich zum Schluss, Herr Präsident, würde ich Ihnen das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages zur Regulierung von Wahlwerbung im Internet aus dem letzten Juli empfehlen oder auch mit Erlaubnis des Präsidenten das Buch von Patrick Gensing, Fakten gegen Fake News, das auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung zu beziehen ist. Da lernen Sie noch eine ganze Menge, und die Autoren stellen da, wie ich finde, sehr gut dar, vor welchen Herausforderungen wir beim Schutz der Wahlfreiheit im digitalen Zeitalter stehen. Freie Wahlen sind ein grundlegender Bestandteil unserer Demokratie, und ich persönlich möchte nicht warten, bis wir feststellen, dass Wahlergebnisse ganz maßgeblich von Desinformationskampagnen beeinflusst wurden. Wir sollten deshalb klar und konkret handeln. Das macht die EU-Kommission, und das machen wir. Und das ist das Mindeste, was wir tun können, um unsere Demokratie und die Rechte, die damit im Grundgesetz verbunden sind, nachhaltig zu verteidigen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich unterbreche kurz die Aussprache und komme zurück auf Zusatzpunkt 21.